الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Im Namen Allahs, aller Barmherzigen, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, der ist recht geleitet und wer von Allah in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, denn wir möchten, liebe Geschwister, anknüpfen an der letzten Predigt, wo es darum ging, wo es um die Standhaftigkeit und Standfestigkeit ging. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, derjenigen, der Umar ibn Khattab zum Islam geleitet hat, und dass er unsere Herzen ebenfalls festigt in unserem Glauben, sodass wir als Muslime sterben und in der Schar unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam unter seiner Schar versammelt werden. Denn Allah ist derjenige, der zum Stande und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, ich denke, es ist eine offensichtliche Sache, was heutzutage in der Welt geschieht, gerade in den muslimischen Ländern, und gerade die bedeutenden Ereignisse und bewegenden Ereignisse, die sich bei unseren Geschwistern in Ägypten abspielen. Und man erkennt sehr deutlich für diejenigen, für die Allah subhanahu wa ta'ala ihre Augen geöffnet hat, was für ein Spiel getrieben wird und wie versucht wird, dem zu entgegnen, was das eigentliche Volk möchte. Und man sieht die Heuchler, wie sie sich outen, wie man so schön heutzutage sagt, wie sie sich outen, denn da gestern haben sie noch zur Demokratie aufgerufen und heute wollen sie das, was aufgebaut worden ist, zerstören. Und gestern haben sie noch geholfen dabei, solch einen Umsturz zu machen, und heute versuchen sie, das wiederherzustellen, was vorher war, nämlich Unordnung und Unheil und Zerstörung und Unruhe im Land. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern Frieden geben. Liebe Geschwister, die Ergebnisse waren offensichtlich nicht diejenigen, die man erwartet hat, denn man hatte über Jahre hinweg die Muslime unterdrückt. Und man hatte versucht, über die Medien die Einstellungen und die Gemüter der Menschen und ihre Einstellungen zu verändern und zu beeinflussen, indem man sie unter Druck setzt, indem man sie in ihren Freiheiten einschränkt und indem man natürlich falsche Glaubensinhalte unter den Menschen verbreitet, indem man Sekten unterstützt und so weiter und so fort. Aber offensichtlich ist das Ergebnis nicht dasjenige gewesen, was man sich gewünscht hat, und so versucht man, das zu zerstören, was das eigene Volk eigentlich will. Und es geht sogar so weit, dass man die Menschen abstuft wie Tiere, liebe Geschwister. Man kann das nicht anders ausdrücken, in den letzten Tagen hat man das an manchen Stellen gesehen im Internet oder in Zeitungen, wie Bilder gezeigt werden, unverschämte Bilder, und dann gesagt wird, so etwas werdet ihr nach der ägyptischen Revolution nicht mehr sehen. Als wären die Menschen Tiere, die nur danach streben, ihre eigenen Gelüste zu befriedigen, und man zeigte den Alkohol und sagte, das wird es auch wohl nach dieser Revolution nicht mehr geben. Das heißt, es ist die Heuchelei pur, wie man sie nicht anders ausdrücken kann. Man verteilt alles Mögliche, was den Charakter eines Menschen zerstört, damit man eben Unheil anrichtet und damit man ein anderes Ergebnis erzielt, was das eigentliche Volk will. Und liebe Geschwister, es sei aber darauf hingewiesen, dass die Veränderung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala ganz alleine. Und so sagte Allah azza wa jall im Quran al-Karim, wahrlich, Allah wird den, also in gemäß übersetzt, Allah wird wahrlich den Zustand eines Volkes nicht verändern, bis sie das verändern, was in ihnen selbst ist. Und Allah azza wa jall sagte, zur Beruhigung der Herzen der gläubigen Menschen, sie wollen das Licht Allahs auslöschen, aber Allah wird sein Licht vollenden, selbst wenn die Ungläubigen es nicht wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat klar gemacht, hat seinen Propheten eingegeben, dass egal was geplant wird und was getan wird, das gute Ende wird den gläubigen Menschen zuteil werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte im Hadith Sahih Muslim, der von Thauban radiallahu anhu überliefert wird, darin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, Allah hat mir die gesamte Erde zusammengerückt, so habe ich den gesamten Osten sehen können und den gesamten Westen sehen können, und wahrlich,
Das Reich meiner Gemeinde wird sich über die gesamte Zone erstrecken. Das Reich meiner Umma wird sich über diese gesamte Zone erstrecken. Aber liebe Geschwister, die Stärke oder das Ansehen einer Gemeinschaft und ist abhängig von ganz bestimmten Faktoren. Und diese Faktoren lassen sich zusammenfassen, liebe Geschwister, darin, dass man sagt, dass man festhält, mit den Backenzähnen festhält auf seiner eigenen Religion. Und dass man ehrlich gegenüber sich selbst ist, ehrlich gegenüber Allah ist, ehrlich Allah gegenüber ist im Herzen, wenn man alleine ist, erst recht und dann auch natürlich, wenn man mit anderen Menschen arbeitet und mit anderen Menschen lebt. Allah Azza wa Jalla sagte, und werdet nicht schwach und seid nicht traurig, solange ihr die Oberhand habt, wenn ihr Gläubige seid. Surat Al-Imran, Vers 139. Und Allah droht denjenigen Menschen an, die sich nicht an das halten, was er offenbart hat. Er sagte, und wenn ihr euch abwendet, dann wird er ein anderes Volk an eure Stelle setzen und sie werden dann nicht so sein, wie ihr seid. Und das ist in Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, Standhaftigkeit ist ein Segen von Allah Azza wa Jal. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte im Sujud häufig darum zu bitten, zu sagen, O Allah, du bist derjenige, der die Herzen wendet, festige mein Herz auf deine Religion. Das heißt, wir bitten Allah Azza wa Jal, dass wir, genau wie wir heute gläubig sind, dass er uns nicht nur stärkt unseren Iman, sondern dass er auch unsere, dass er auch die Gnade an uns vollendet und uns als gläubige Menschen sterben lässt. Liebe Geschwister, gerade in der heutigen Zeit ist es noch wichtiger, dass man darauf achtet, dass man standhaft bleibt, denn das Unheil und die ganzen Dinge, die einem vom richtigen Weg abbringen können, sind mehr als die Dinge, die es zur Zeit des Propheten gegeben hat, sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Und derjenige Faktor, der dazu führt, dass man standhaft bleibt, der wichtigste Faktor überhaupt, dass man ein Muslim bleibt, liebe Geschwister, wenn man sich anders ausdrücken kann, ist, dass man, liebe Geschwister, einen gesunden Iman hat. Dass man einen fest verankerten Iman in seinem Herzen hat, der stabil ist, der sauber ist, der entnommen ist aus einer reinen Quelle, der entnommen ist aus dem Koran al-Karim und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wer das macht, den wird Allah festigen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, unter den Gläubigen gibt es Männer, und damit ist hier nicht das Geschlecht gemeint, ja? Unter den Gläubigen gibt es Männer, die wahrgemacht haben, was sie Allah versprochen haben. Manche von ihnen haben ihr Gelübde bereits erfüllt und andere warten ab und sie haben keine Veränderung vorgenommen. Manche von ihnen, Allah Azza wa Jal, hat ihnen schon die Wohltat zuteilkommen lassen, dass sie gestorben sind und ehrlich gegenüber Allah geblieben sind bis zum letzten Atemzug. Und andere von ihnen, sie haben das immer noch vor und sie warten darauf, bis Allah subhanahu wa ta'ala sie abberuft und sie nichts an ihrer Abmachung mit Allah subhanahu wa ta'ala verändert haben. Liebe Geschwister, zu den wichtigsten Ursachen dafür, dass man gefestigt bleibt in seiner eigenen Religion, ist zweifellos der Quran al-Karim. Wenn du wissen möchtest, wie stark du in deiner Religion bist und welche gute Beziehung zu Allah du hast, dann schau auf deine Beziehung zum Koran al-Karim. Und damit meine ich natürlich nicht nur das Lesen, sondern wie man sich daran auskennt und wie man das umsetzt und wie man andere Menschen dazu aufruft. Der Koran al-Karim, liebe Geschwister, ist Allahs immerwährendes Buch, ewiges Buch. Es ist das Wunder unseres Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Es ist die Ni'ma schlechthin von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist die Quelle der Weisheit. Es ist der Beweis der Gesandtschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Koran ist Licht für die Augen im Kopf und Licht auch für die Augen im Herzen. Wer diesen Koran liest, liebe Geschwister, und ihn verinnerlicht und das umsetzt, was Allah gesagt hat, sich dabei Mühe gibt, umzusetzen, was Allah gesagt hat, sich dabei Mühe gibt, das zu unterlassen, was Allah verboten hat, das ist derjenige, den Allah festigt. Allah sagte, nachdem die Ungläubigen zu ihm sagten, warum hat Allah den Koran denn nicht auf einmal herabgesandt, so sagte Allah, so ist es, damit wir dein Herz festigen. Denn immer wenn eine Ayah kam, kam sie zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, mit dem Wortlaut, den der Prophet brauchte, sallallahu alaihi wasallam, und so war sein Herz gefestigt, sallallahu alaihi wasallam. Dieses Buch, liebe Geschwister, ist ein Vorbote.
Dieses Buch ist eine Warnung. Dieses Buch ist ein Recht, ist eine Rechtleitung für denjenigen, der sich daran festhält. Und es ist ein Beweis für die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und es ist die beste Möglichkeit, dass man sein Herz festigt, liebe Geschwister. Und dieser Koran al-Karim gibt dir auch die richtigen Gedanken vor. Dieser Koran al-Karim sagt dir vor, den richtigen Maßstab, damit du alles, was geschieht auf dieser Welt, einschätzt. Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist der Maßstab, liebe Geschwister. Wer sich an dieses Buch hält, ist rechtgeleitet. Wer sich an dieses Buch hält, der wird nicht fehlgeleitet werden, auf gar keinen Fall. Denn wenn man sich an ein anderes Buch hält, außer diesem Koran al-Karim, der Mensch wird fehlgeleitet sein. Der wird falsche Einstellungen haben. Der wird etwas, was schlecht ist, als gut sehen, etwas Gutes als schlecht sehen. Möge Allah uns davor bewahren. Und der Koran al-Karim, liebe Geschwister, darin gibt es noch viele Weisheiten, die wir erwähnen können. Aber was wir zusammenfassend sagen möchten, ist dementsprechend, wie du deinen Tauhid umsetzt, dementsprechend, wie du La ilaha illallah Muhammad Rasul umsetzt, dementsprechend wird Allah dich festigen. In diesem Leben und in deiner ersten Station nach diesem Leben, nämlich im Grab. Und deswegen sagte Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wenn der Muslim in seinem Grab gefragt wird, sagt er: Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist die Bedeutung der Aussage Allahs im Koran, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah wird diejenigen, die glauben, mit dem beständigen Wort in diesem Leben und im nächsten Leben, das heißt im Grab, festigen. Qatada sagte, in diesem Leben, indem er ihnen Gutes zuteil werden lässt, indem er ihnen den Erfolg verleiht, rechtschaffen zu handeln, und im Jenseits gemeint ist in unserem Grab. Und Allah Azza wa Jal sagte ganz klar, dass derjenige, der sich an den Koran hält, er wird von Allah Azza wa Jal gefestigt werden. Er sagte, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Das heißt, und wenn sie das getan hätten, wozu sie ermahnt worden waren, dann wäre es besser für sie gewesen und beständiger und gefestigter für ihre Schritte. Das sagte Allah in Surah An-Nisa in der Ayah 66. Liebe Geschwister, leider viele von uns lesen den Koran al-Karim im Ramadan einfach nur um Segen zu erlangen, weil sie haben gehört, der Prophet hat ihn gelesen, deswegen lesen sie auch. Aber liebe Geschwister, der Koran al-Karim, den muss man als seinen Maßstab für sein gesamtes Leben, als Orientierung nehmen, sein ganzes Leben lang, und nicht nur zu lesen, damit man Segen erlangt dadurch. Das ist zweifellos eine gute Sache, aber das ist auch nicht alles. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht so werden lassen, wie diejenigen Menschen, über die er sagte im Koran al-Karim, und damit sie nicht so sind, wie diejenigen, die vor denen vor ihnen das Buch gegeben worden ist, und dann hat es ihnen zu lange gedauert, woraufhin sich ihre Herzen verhärtet haben. Möge Allah unsere Herzen erweichen und unsere Herzen reinigen, und möge Allah unsere Herzen festigen auf diesem Islam, sodass wir Allah gegenüberstehen mit reinem Gewissen, mit vergebenen Sünden, mit erhöhten Rangstufen und als Bewohner des Paradieses. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.